Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute, wie versprochen, gibt es noch ein bisschen Deko für außen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob und wo ich einen Schriftzug hinmache, ob ich das wirklich tue, weil ich habe nämlich nur Gold. Ich habe mir den Konturliner, habe ich mir in Old Gold und Gold gekauft und Bronze habe ich nicht gekriegt, weil war halt alle. So, egal. Ich habe nämlich hier Ecken. Die mache ich als erstes. Ich hatte erst überlegt, ob ich auf dieser Seite und auf der anderen Seite unterschiedliche mache. Habe mich aber dann dagegen entschieden. Also ich habe eine Handvoll Biegeringe hier am Start und sowas. Und werde hier noch so diese kleinen süßen, klitzekleinen süßen Embellishments in den Start bringen. Ich überlege die ganze Zeit fieberhaft, wo ich meine kleinen Strasssteinchen habe, weil hier dürfte gerne ein Steinchen rein eigentlich. Ja, irgendwann fällt es mir vielleicht wieder ein. Genau, und das wollte ich heute mit euch machen. Ecken dran, weitere Deko dran. Die zeige ich euch gleich erst. Die Spannung muss ja noch ein bisschen erhalten bleiben. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre das eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt diese Fragen gerne. Ich versuche sie zu beantworten. Natürlich nicht jede blöde Frage. Also es gibt kaum blöde Fragen, aber es gibt manchmal doch schon ein paar Trolle am Start. Prost, ein Kaffee für mich. Ein paar blöde Trolle, die doch irgendwie blöde Fragen stellen. Bei mir glücklicherweise nicht. Bisher. Können wir auch gerne fernbleiben. Braucht kein Mensch. Da frage ich mich sowieso, was solche Leute treibt. Ich guck mal eben, ob ihr... Ich bin jetzt fast aus dem Bild raus, ne? Muss ich ein bisschen nach oben schieben. Ja, so. So seht ihr mich. Sehr schön. Also, mindestens mit meiner Hand. Ich klemme das jetzt erstmal so ein bisschen sportlich fest. Ich will natürlich das Muster auch nicht zerstören. Die Ecken sind hier auf ein bisschen dickeres gemacht. Also die sind nicht zwingend für diese Buchgröße am Start. Wenn man aber so eng nebeneinander quasi die Zange ansetzt, dann geht das ganz gut. So. Ja, und so die eine oder andere Macke ist halt auch junkig, ne? So, also das hat sehr gut funktioniert. Eine Blume ist reingeklemmt, die andere ist drüber. Das ist völlig in Ordnung. So, ihr seht schon hier wieder ein bisschen, hat sich was getan, deko-technisch. So, genau, hier muss ich auch die mindestens eine drauf drunter klemmen. Ich glaube sogar beide. Deko-technisch hat sich hier mega was getan. Ich habe die halbe noch dekoriert. Ja, also ich habe schon echt einiges gemacht, auch heute Vormittag noch. Und jetzt habe ich euch mal wieder hier mitgenommen beim nächsten Deko-Teil. So. So, das hält ganz gut. Das hält ganz gut. Das ist ganz sportlich hier. So, Zauberkadauer. Die Seite ist fest. Oh, jetzt habe ich ein Lorbeerblatt hier runtergekickt. Ich habe in einem uralten Buch goldene Lorbeerblätter gefunden. Da werde ich natürlich sehr darauf achten, wann ich die einsetze. Lorbeerblätter haben ja auch immer eine mystische Bedeutung, beziehungsweise eine Bedeutung für alles zwischen den Welten. Nennen wir es mal so. Also das kriegt die Bright Side, kriegt jetzt nämlich auch Buchecken. Wäre jetzt blöd, wenn die irgendwie leer ausgeht, ne? Das ist echt überlegt, andere dort zu nehmen. Oder Leute? Also. Wenn ich mir die jetzt angucke, obwohl die anderen, die ich habe, die sind auch schön. Aber die hier sind schöner. Merkt ihr schon, ne? Also ich habe mich in diese Buchecken verknallt. So, hier. Die Seite ist noch so ein bisschen sperriger beim Auf- und Zumachen. Da habe ich natürlich auch schon ein bisschen dekoriert, aber bin noch nicht so weit wie auf der Dark Side. Auf der Dark Side bin ich soweit fertig. Soweit. Soweit. Weil ihr wisst ja auch, dass immer, wenn man meint, fertig zu sein, fällt einem noch was auf und ein. Deswegen sage ich immer, ich bin so weit fertig. Und dann kommt noch das, was noch kommen muss.
Ne? Also ich werde nochmal durchgehen mit Stempeln, ich werde nochmal durchgehen mit sag schon, Stickern. Ich habe ganz viele tolle Sticker, da wird auch das eine oder andere dort passen. Und ja, dann würde ich mal vorschlagen, dass die Dark Side ganz gut dabei ist. Hat jetzt die Bright Side etwas überholt in der Geschwindigkeit der Deko, der Dekoration. So. So, jetzt Buchecken dran klemmen, das ist jetzt nicht so die Hexenwissenschaft, ne? Das ist jetzt noch nicht so das Drama, Buchecken vernünftig dran zu arbeiten. Aber gleich kommt das, was ich euch eigentlich zeigen will. Ein Teil davon trocknet allerdings noch. Deswegen, also hier habe ich ein bisschen hochgekommen. Das ist irgendwie ungünstig. Aber geht aber trotzdem. Ist ein bisschen hochgekommen, meine ich, es hat sich hier von der Kante ein bisschen gelöst, weil dadurch, dass die für eigentlich noch dickeres Material gemacht sind, man drückt die hier rum. Entweder schließen die sich rum oder sie drücken sich ein bisschen zusammen. Ist jetzt aber hier nicht wild. So, dann gehen wir erstmal wieder zur Dark Side rüber. Schwupps. Das ist echt schon ein richtiger Trümmer. Wenn das jetzt noch schwerer wird, brauchen wir bald einen Kran dafür. Also passt der Bildausschnitt noch? Besser. Besser das Ganze. Noch ein Kaffee. Puh. Ich habe für eine recht lange Zeit mal Charms gesammelt und mal die Dinge gesammelt, die ich in das Journal für Fee hängen möchte und so weiter und reinpacken will und so. Unter anderem habe ich auch dieses Buch gekauft. Habe ich vom Funkekram. Voll schön, aber das ist scheiße schwer. Ich kann es nicht anders sagen. So, und ich habe jetzt überlegt, wo hängst du das dran? Also das ist so ein richtiger Trümmer. Ich glaube tatsächlich, dass ich das an das Lesezeichen hängen werde und nicht irgendwo hier dran. Weil eigentlich wollte ich das hier in die Dark Side packen. Das mit der Magic und düster und mystisch. Tja, jetzt kommt das Aber. Das ist so schwer. Aber ich glaube, beim Lesezeichen würde ich das ganz gut machen. Ich da ein paar bunte Bänder hier so durchziehe, weil die haben ja auch Löcher an der Seite. Dann könnte das durchaus einen feinen Effekt geben. So, jetzt habe ich mir hier vier Charms ausgesucht, die ich an die Mitten hängen möchte. Das werdet ihr gleich sehen. Ich habe ja hier die Bänder raushängen. Da werde ich vier dieser Charms dranhängen. Dann habe ich noch eine Stelle im Buch, wo ich was dranhängen kann. Und dann habe ich drei weitere, die ich dann in die Seiten hänge. Vielleicht kommen mir noch so ein paar über den Weg oder so. Dann wie zum Beispiel noch so ein Handmade with Love oder Made with Love. Aber gucken wir mal. Wollen wir erstmal hier einen Blick werfen, ne? So, jetzt rutschen mir hier schon meine Seiten raus. Ihr Mädels bleibt jetzt einfach mal drinnen. So. Mitte der ersten Signatur. Check das Bildausschnitt. Ja, da geht noch was, oder? Da geht noch was. Ich habe das hier so ein bisschen unterstützt, nicht mit meiner Kaffeetasse, mit der Kiste. Besser. Viel besser. So, das ist wieder das Buch, was man mangamäßig von hinten nach vorne liest. So, und ihr seht jetzt schon im puren Hin- und Her-Blättern, dass das doch schon ein bisschen andere Qualität gekriegt hat. So, und hier sind die Buchmitten. Zumindest erstmal die erste Mitte. Und da möchte ich gerne eins der Charms reinhängen. Das ist ein ganz schön düsteres Bild, ne? Wäre das prädestiniert für eine Fledermaus? Wenn man dann noch den gewachsten Faden durch das Öhr kriegen will. Da schlagen wieder meine Nägel zu. Ja, die Natur hat das schon so angelegt, dass die Nägel halt von Natur aus nicht so dick sind, damit man sowas hier erledigen kann. Die Charms mit einem Faden versehen. So, geschafft. Ole, ole.
das beides hier. Und so, entweder mache ich das so und bitte noch nee. Komm, komm mit, du frierst. Schwupp. Einmal eine kleine Öse. Wir müssen jetzt nicht so ein langes Gefussel und Theater machen. Das Viech baumelt dann da rum. Hat noch so ein bisschen Faden übrig. Fee mag das jetzt nicht so gerne, wenn man die Sachen aus dem Buch rausguckt, deswegen kürze ich das jetzt. So, da hat jetzt einfach die kleine Fledermaus in der Mitte. Und dann haben wir noch eine Elfe. Und eine Fledermaus. Mal gucken, was ich da in der nächsten Mitte finde. Ich glaube, ich hatte die auch ähnlich angelegt, dass in den Mitten ganz oft... Oh, ich habe noch eine Fledermaus gefunden. Die habe ich noch nicht festgeklebt. Diese Fledermaus muss noch ein Zuhause finden. Ich will trotzdem jetzt die Buchmitte haben, bitte, danke. Yep. Ja, aber trotzdem auch, wenn ich habe noch eine Fee hier an der Mond, eine Elfe und die hier. Ich glaube, die möchte ich hier rein. Ihr merkt schon, ich bin hier echt im Endspurt, was diese Seite des Journals angeht. Allerdings, ich mache mir da auch keine Illusionen. Ich bin auch diejenige, die das Ende nicht findet. Jetzt gerade finde ich das Ende nicht, dass ich hier durchkomme irgendwie. Können wir uns mal durchbewegen? Kann doch nicht wahr sein, das ist ein gewachster Faden, hallo? Ein gewachsener Faden, der sich wehrt. Okay, machen wir es uns leicht. Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich hier so ein Fädeldingens. Ein Fädelschatzi. Das müsste eigentlich auch für Charms funktionieren. Wenn nicht, habe ich davon auch noch ein zweites, falls das jetzt gleich Schrott geht. Ja, bei so einem Gefummel muss sich ja keiner hier hinten gucken. Ha! Überlistet! So. Wer so sagt, hat noch mehr zu sagen. Eigentlich wäre das so irgendwie cooler, wenn ich das so dranhänge. Eine zweite Fee. Ich habe Platz für eine zweite Fee. Vielleicht bin ich damit dran. Gucken wir mal, was der Knoten dazu sagt, wenn ich dich jetzt hier tutti completti rumtüdel. Wenn jetzt manche Leute sagen, oh nein, tu dich nicht, mach das nicht. Ich probiere das jetzt mal abschneiden, kann ich es immer noch. Die Faden ist sofort und nicht lange genug. So, wir haben jetzt mehrere Fäden hier im Stand. Die sind auch brauchbar zusammengetüdelt. Gefällt mir besser als der Knoten eben, muss ich sagen. So, zack. Zack, Fee gefangen hier. Das passt nämlich auch ziemlich gut, ne? So, jetzt kommen wir mal zum nächsten, bitte. Ja, jetzt geht mir die Gase so ein bisschen durch die Gegend. Schnapp. Hier ist wieder so ein Hexengedöns am Start. Da hätten wir eigentlich wieder so eine Fledermaus am. Oder ein Kreuz für einen Friedhof. Hier natürlich auch, ne? Dann hängen wir die anderen Sachen. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Na, darauf trinken wir mal einen Schluck Kaffee. Dieses Schnupsi hier ging aber einfach. Das ist sehr schön.
Freude, Freude. So, wie habe ich das gerade gemacht? Alle drei zusammen. Gedreht. Und durch. Konzentration. Sehr schön. Der gewachste Faden, da geht immer ein bisschen Wachs ab zu Anfang. Weil der ist zum Buchbinden einfach wirklich schön. So. Und jetzt kommen wir zur weiteren Stelle, zur vierten Stelle. Irgendwie war ich vorhin der Annahme, guck mal hier, guck mal, ich spoiler schon mal ein bisschen vom Flitzflug. Wir haben einen wandernden Hexenhut. Mal festhalten. Hier wollte ich auch noch was dranhängen. Und ich glaube, da passt wunderbar Hello Queen Hexe mit Zauberstab. Ich finde, da passt hier gut. Jetzt hickst es mir nach dem Kaffee. Nein, ich bin vom Reitunterricht reingekommen. Die Pferde sind versorgt. Der Reitunterricht ist gelaufen. Alle glücklich und zufrieden. Und noch nachher ein paar Pferde wieder reinholen. So, jetzt werde ich das genauso machen wie eben, oder? Gucken, ob das hier klappt. Weil dieser Faden hier ist wesentlich kürzer. Den hätte ich ein bisschen länger lassen können. Hab ich aber nicht. Irgendwas war vorhin anders. Ich wollte den Stern nicht mit einbauen. Okay, so habe ich das vorhin nicht gemacht. Das ist halt auch, es ist wirklich schwierig, wenn der Faden halt nicht so lang ist, ne? So, ich tüdel jetzt den Stern. Da was. Ich mache das jetzt einfach so. Einfach so. Zack. Zack. Schwupps. Der Rest der bummelt jetzt auch so rum. So, wir haben jetzt den Zauberstab, den Hexenhut, den Hello Queen daneben. Das gefällt mir schon echt gut, muss ich sagen. So, jetzt will ich euch weiter mitnehmen. Es ist ja noch nicht vorbei. Ne? Also ist ja nicht so. Ihr seht ja. Ich muss mal gucken, ob ihr es wirklich seht, wenn ich jetzt das so halte. Ja, seht ihr. Sehr schön. Ich will jetzt da ein paar Charms dran verteilen. Und zwar habe ich jetzt noch 4 Stück übrig. Wie gesagt, das schwere Buch will ich woanders hinpacken. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich irgendwie an den mittleren roten, an den und an den letzten was mache. Wo will ich das direkt an den ersten machen? Ich glaube, ich lasse diese dicken schwarzen hier aus. Mach das nur an die kleinen. Also fange ich eigentlich mit dem roten hier an. Einmal ausgesondert. Zack. So, hoho. Jetzt rutsche ich euch wieder ins Bild rein. Yep. Jetzt wird es ein bisschen fummelig. Wenn es mir zu fummelig wird, streiche ich die Segel, mache es fertig und zeige es euch dann. Wenn es entspannt wird, dann nehme ich euch mit. Meine kleine Biegeringschachtel. Und das wäre schon sinnvoll, wenn man silberne Charms verwendet, auch einen silbernen Biegerring zu benutzen. So,
jetzt habe ich hier schon mal aus einem Piering weggeschmissen. Der kann wieder zurück. Husch, husch ins Körbchen. Hätte ich jetzt ein Körbchen gehabt? Ich glaube schon, ne? So, hier habe ich schon mal zwei silberne Biegeringe. So. Operation Biegering. So, wenn das jetzt hier zu langwierig wird, dann mache ich das kurz und zeige euch dann das Ergebnis. Ist ja jetzt nicht so schwer. Ne? So, als erstes habe ich die Fledermaus benutzt, als zweites die Elfe oder Fee oder was, welches Viech auch immer das war. Nehme ich jetzt hier als erstes. So, wo setze ich sie denn hin? Ich glaube, die möchte ich ziemlich in die Mitte setzen. So, dann gehe ich jetzt hier mit dem Biegeringen eigentlich durch. Hatte ich dort gleich noch einen bronzenen Biegering am Fingernagel. Wisst ihr was, Leute? Das ist hier so ein Gefummel. Ich zeige euch gleich das Ergebnis. Und weiter geht's. Ich habe einige Charms gefunden, die da wunderbar reinpassen. Und ich habe auch, zeige ich euch mal, hier einen Verschluss angebaut. Erstmal locker, so wie er jetzt ist. Theoretisch verstellbar, weil es einfach ein Biegering ist. Den kann man wieder aufbiegen oder einen neuen nehmen, wie auch immer. Ja, und die beiden Bänder hängen jetzt erstmal so. Man kann sie theoretisch natürlich, kann man jetzt noch eine Schleife drüber machen oder ähnliches. Aber ich finde das eigentlich ganz cool so. Ja, also habe ich hier diesen lustig süßen Verschluss gemacht. Ta-ta-ta. Zack, auch mit Biegeringen fest. So, und hier habe ich jetzt eine kleine Fledermaus, wohnt hier. Dann haben wir ein kleines Schloss. Das wohnt dort. Dann haben wir eine kleine Prinzessinnenkrone. Sieht man das alle? Wir haben ein Herzchen. Das ist ja auch die düstere romantische Seite, muss man ja auch mal so sehen. Dann haben wir als nächstes einen Mond. Den Diamanten, der wohnt hier. Unseren, ja, wie heißt das? Unsere Fee, Mond. Und hier oben wohnt noch, was wohnt hier? Ein kleiner Liebesbrief. Genau, das ist jetzt alles hier eingezogen. So, die Buchecken sind auch dran und überhaupt. Und jetzt kommen zu dem, was ich euch zeigen wollte. Trommelwirbel. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Und zwar, ups, jetzt habe ich hier Sachen durch die Gegend geworfen. So ein Mist. Muss man nicht machen. Kann man machen, muss man nicht machen. Und zwar habe ich hier ein bisschen bronzig, passt nicht hundertprozentig vom Bronzeton, eine Krone gemacht. Das ist ja hier Queen, Queen of the Night, Queen of the Dark, whatever. Oh, ich habe Mückenstiche, ihr ahnt es nicht. Mückenstiche. So. Meine Idee wäre, das entweder so hinzupacken oder so, halt nicht irgendwie so mittig oder sowas. Mittig kann ja jeder. Ich würde es wirklich locker, leger hier hinpacken. Das ist hier Modelliermasse. Modelliermasse angemalt und mit Gilding Wax bearbeitet. Ich könnte theoretisch ein bisschen Glossy Accents drauf machen, dann ist das so richtig wie so eine Glaskrone, aber andererseits ist mir das, glaube ich, wäre mir das zu viel Glitzer auf der Seite. Ich könnte natürlich hier in diese Aushöhlung könnte ich Glossy Accents rein Tropfen. Das weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal drüber nachdenken, aber ich dachte mir, ich nehme euch heute hier mit. Die Krone. Oh shit. Nicht auf dem Jump. Die Krone hier drauf zu bringen. Muss möglichst großflächig angemalt werden, angemalt, angeklebt werden. Weil diese Klebeform, ne, also die Form an sich, total super, alles cool. Aber die Masse schrumpft natürlich in der Form und zieht sich zusammen. Das heißt, die Ränder sind höher. Der Rest, das habe ich schon mit dem Messer so ein bisschen ausgeglichen. Schon ein bisschen geschnitzt. Und
Jetzt wollen wir das ganze Spiel, ganzen Spaß da so draufkleben. Und möglichst, ja, möglichst so, dass es richtig fest ist und nie wieder runter geht. Aber ich finde diese Form ziemlich cool. Der Kleber, der wird auch trocknen, sich ein bisschen zusammenziehen, aber der bleibt elastisch. Das ist halt meine Hoffnung, dass das genau der Chatzi da hält, wo es sein soll. Genau, da werde ich gleich noch auf der anderen Seite auch noch was für euch haben. Muss ich allerdings sehr gut gucken, dass ich mir nicht meine Krone hier verrutsche, wenn ich das Ding umdrehe. Ein Maiskrönchen richten, ne? So sieht's aus. So, hier haben wir das Krönchen. Ich finde, die Krone ist mir ziemlich gut gelungen. Mit so einer Silikon-Mold gemacht. Die hatte ich mal geschenkt bekommen, jetzt habe ich sie endlich mal ausprobiert. Endlich mal. Wurde aber auch Zeit, finde ich. Theoretisch kann man auch hier in diese kleinen Dinger noch so Glitzersteinchen reinsetzen. Irgendwie war mir das ein bisschen zu viel Glitzer. Und alleine schon hier so eine Krone drauf zu bauen, ist schon nochmal, oder? Was sagt ihr dazu? So, im Endeffekt habe ich diese Krone gemacht. Also einmal klar die Silikonform genommen, die mit dem, na, sag schon, mit der Modellierpaste oder der Modelliermasse gefüllt und habe dann, als das richtig durchgetrocknet war und bei so einem wirklich dicken Element, was so aufträgt, dauert das dann auch schon mal eine Woche, dass das wirklich durch ist. Danach habe ich mich hingesetzt und habe es mit schwarzem Gesso grundiert, sodass ich erstmal eine dunkle Krone habe, weil das ist ja hier die Dark Side, ne? Kann man jetzt hier nicht mit hellen Kronen aufwarten oder einfach nur golden oder irgendwie sowas. So, also Gesso drauf, schön in schwarz. Und danach habe ich hier Gilding Wax benutzt, und zwar drei verschiedene. Und angefangen habe ich mit dem Graphite Black. Oder Graphite Metallic, irgendwie sowas heißt das. Und dann habe ich da drüber das Silber genommen. Und habe dann halt, sagen wir, die Highlights mit Silber gesetzt. Und dann bin ich nochmal zum Schluss mit Bronze über die silbernen Highlights und habe es leicht bronziert, wie man sieht. Ja, das ist alles tippitoppi trocken, das färbt nicht mehr. Ein Traum. So, jetzt seid ihr bestimmt gespannt auf die andere Seite, ne? Ich auch. So, jetzt drehen wir den Klumpen hier mal um. Und zwar komplett schwupps. Gucken, ob ihr jetzt immer noch so schön im Bild seid, wie ich mir das gedacht habe. Jo, seid ihr. So, nun kommt das zweite Element. Und das ist hier eine Lilie. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich das hier hinsetze. Oder hier, aber dann würde ich die Hufe des Pferdes oder des Einhorns verdecken. Andererseits, was meint ihr? Gut, wenn ihr mir die Antwort gebt, dann habe ich schon längst entschieden, ist schon klar. Also hier oben in der Mitte finde ich es uncool. Hier so auf die Ecke finde ich es gut. Die Krone ist ja auf der anderen Seite, also quasi auf, wenn man sich die andere Seite vorstellt, auf dem Bereich. Geht natürlich auch. Aber das ist der Bauch des Pferdes verdeckt. Also eigentlich finde ich. Tja, schwierige Entscheidung. Was wir nicht nehmen, ist irgendwie blöd, weil ich finde einfach so ein cooles Relief gefällt mir sehr. Tja, vorm Pferdebauch. Ich finde die Beine auch eh nicht so ganz so schön gelungen, weil da so Streifen drauf sind. Da finde ich das besser.
Entscheidung getroffen. Also, was habe ich mit dem Hasi hier gemacht? Also, gleiches Spiel wie mit dem anderen Teil. Da habe ich genauso die Modelliermasse genommen. In der Silikonform. Wie man hier sieht. Das habe ich hier gekleckst. Das soll jetzt wohl nicht sein. Das gehört da jetzt nicht so zur Party. Wie man sieht, ist das auch hier sehr eingegangen. Ne, also bei dieser Mold, die so tief ist, würde ich tatsächlich empfehlen, nachzulegen. Also das heißt einmal, sag mal, die Modelliermasse rein und antrocknen lassen und dann nochmal aufzufüllen, weil ich habe jetzt hier kaum Möglichkeit, die Flächen zu kleben. Also jedenfalls nicht bei diesen Außenantennen, sage ich mal, hier von der Lilie. Das wird sehr schwer. Deswegen, also die großen Flächen werden wunderbar kleben. Nur ich hoffe, dass die kleinen hier mit ihren Rändern auch richtig schließen, an das Bild schließen. Damit sie wirklich da bleiben, wo sie sein sollen. Ne? Weil sonst, wenn man das Ding bewegt, ist es plötzlich so ein Lilienarm da ab. Das ist nicht so der Plan. So, zurück zum Thema. Also, wieder die Form benutzt, das Ding hier aushärten lassen. Das hat auch eine gute Woche gedauert. Und dann habe ich das Ganze mit Rostgrundierung, Rostfarbengrundierung, Effektlack quasi grundiert. Dann habe ich mal Rostfarbe drüber gepackt und danach habe ich eine Patina-Farbe, die es auch zu dieser Rostfarbe gab, genommen. Das Ganze habe ich auf einer Kreativmesse gekauft und habe dann diese türkise Patina dann noch drauf gerubbelt. Und wichtig ist dabei, dass man unordentlich arbeitet. Das wäre wahrscheinlich nichts für Dani. Nein, Dani ist so der Inbegriff des wirklich ordentlich Arbeitens und da sitzen die Seiten und das sieht alles tippitoppi aus. Das ist eher so eine Farbe für mich. Da darf man so ein bisschen rumschlonzen und da muss man mit der Patina hier und da ein bisschen rubbeln, ein bisschen draufklatschen. Ein bisschen dicker hier, ein bisschen dünner dort, da mal so gar nicht. Also ist eher sowas in meinem Kaliber. So. Mach mal schmutzig. So, das ist meins. Genau. So, jetzt haben wir drumherum noch einige Kleberpünktchen, aber das ist okay. Ich hoffe halt, dass mir die Kleberpünktchen drumherum ein bisschen helfen, das Schotzi hier drauf zu lassen. Also, dass hier, wenn die Ränder so ein bisschen überklebt sind, dass es mir daran, dabei hilft, einfach das Ding auf dem Blatt zu. Oder auf dem Blatt ist gut, also auf dem Cover zu behalten. Natürlich jetzt hier keine dicken Kleberbeulen haben, weil die trocknen auch die Kleberbeulen. So ein bisschen ist schon ganz gut, wenn das übersteht. Also auch jetzt hier in so einer Höhle ist das auch okay. Und nicht zu viel, dass es nicht zur Beule wird. Beulen mag keiner. So, und meine Überlegung, die ich im letzten Video mit euch geteilt habe, von wegen mache ich da noch irgendwie Siegelwachs drauf oder irgendwas oder ich da noch ein Siegel drauf und pack noch irgendwas anderes drauf. Nee, werde ich nicht tun. Ich finde das schön und fein. Ich finde dieses eine Relief oder dieses eine Ding hier wirklich so richtig plakativ und gut. Nur wenn ich jetzt hier mehr drauf setze und jetzt meinetwegen hier noch so ein Siegelwachs und noch ein Spruch oder was weiß ich, dann nee. Fühlt sich nicht gut an. Kurzfassung. Aber das hier fühlt sich richtig gut an. Genau, ihr seht hier diese türkisen Bereiche. Und das habe ich mit dieser Effekt-Patina-Farbe gemacht. Wir sind alles Kupferdach, ne? Rathaus in Hannover, bestes Beispiel. Da ist das ganze Dach so richtig türkis angelaufen vom. Ja, ich glaube, das ist Kupferrost, also mal ganz platt gesagt. So. Ja, meine Lieben, das war das, was ich euch heute mitgebracht habe.
was ich mit euch teilen wollte. Jetzt schließe ich meinen Kleber und schließe dieses Video und freue mich mega, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, ich habe heute, am Sonntag, habe ich kein Video rausgebracht, weil ich einfach hier noch so viel zu tun habe. Und dann ist mein Plan, dass ich euch Mittwoch ein kleines Ankündigungsvideo mache. Und dann geht Sonntag los mit diesen Videos. So, das heißt, wenn ihr das hier seht, seid ihr schon mittendrin. Für mich ist es noch Zukunftsmusik, die auszustrahlen. Gedreht und, sag mal, fertig habe ich schon, also fertig geschnitten. Dieses hier noch nicht, weil da bin ich ja mittendrin. So, ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.